Ich finde die Kinderuni toll. Sehr spannend und alles ist sehr gut erklärt. Also ich finde sie eigentlich sehr, sehr schön. Ich finde die Kinderuni auch sehr gut. So hören sich interessierte und wissbegierige Kinder an, die regelmäßig an universitären Vorlesungen teilnehmen. Jedes Jahr, immer im Wintersemester, finden 5 bis 6 Vorlesungen speziell für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren statt. Organisiert wird diese Veranstaltung von der Stabsstelle Presse und Kommunikation der Universität unter der Leitung von Saskia Frank. Ursprünglich kommt die Idee der Kinderuni aus Tübingen, wo sie seit 2012 regelmäßig stattfindet. Petra Sandhagen, Professorin im Institut für Psychologie, arbeitet an jeder Kinderuni mit und erinnert sich an die Anfänge. Die Tübinger sind damit sehr erfolgreich gewesen und irgendwann hat man dann überlegt, könnte das auch was für Braunschweig sein? Und dann hat es einen Workshop gegeben von der Pressestelle aus der Uni im Jahr 2004. Seitdem gibt es die Kinderuni auch in Braunschweig. Und so wie auch in Tübingen wurde die Kinderuni der TU in Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten und der Pressestelle erarbeitet. In den Vorlesungen werden die unterschiedlichsten Themen behandelt, wie beispielsweise, warum gibt es Monster, wie kommt der Strom in die Steckdose oder wie funktionieren Computer eigentlich? Saskia Frank erklärt, wozu die Kinderuni ins Leben gerufen wurde. Wir möchten einfach die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren für die Themen der TU Braunschweig interessieren, also für technische Fächer, aber auch für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Und die sollen einfach, wenn sie mögliche Hürden empfinden, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dass sie die einfach abbauen, weil sie merken, ich kann auch Uni verstehen und komplexe Fragestellungen interessieren mich wirklich und dann lohnt es sich vielleicht auch in der Schule aufzupassen. Die Anmeldung für die Kinderuni ist kostenlos. Aber man muss schnell sein, denn die Vorlesungen sind jedes Jahr ausgebucht. Dass ihnen aber eines Tages die Themen ausgehen, darum muss sich die Pressestelle ganz sicher keine Sorgen machen. Viele der Professorinnen und Professoren, die diese Vorlesung ehrenamtlich halten, kommen von allein auf die Stabsstelle zu und möchten ihre Forschung an die Kinder herantragen. Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass es einige gibt, die sagen, ich habe mir das als Vater oder als Mutter schon ein paar Mal eben unten angehört, weil sie eben Kinder in dem Alter haben und sagen, ich würde sowas auch gerne mal machen. Das Engagement ist dabei sehr groß. So zum Beispiel werden oftmals eigens für die Kinderuni spezielle Exponate angefertigt. Für die Lehrenden ist diese Aktion natürlich eine Herausforderung, vor allem aber eine tolle Erfahrung und eine Bereicherung. Denn die Kinder betrachten die Forschungsthemen der Großen oft aus einem ganz anderen Blickwinkel. Dabei sind die Kinderunis gar nicht so verschieden zu den normalen Vorlesungen, wie man vielleicht annehmen könnte. Denn sie sollen authentische, wissenschaftliche Vorlesungen sein, so wie im echten Studierendenleben. Marc Vollrath, Professor für Ingenieurs- und Verkehrspsychologie, hat am 5. Dezember vergangenen Jahres die letzte Kinderuni für dieses Semester gehalten. Er selbst hat 2 Kinder und weiß, so kompliziert ist die Aufbereitung gar nicht. Also mir fällt es sehr leicht, ich mache das sehr gerne. Also man muss ja auch für die Studenten aufbereiten, da muss ich mal für Politiker aufbereiten. Die sind gar nicht so anders als Kinder, da muss man also ganz einfach und ganz klar die ganzen Botschaften bringen. Der Psychologe ist begeistert von der Kinderuni, denn sie bietet ihm die Möglichkeit, die eigene Forschung einem, so er, sehr interessanten Publikum vorzustellen. Aber obwohl der Anspruch an die kleinen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler groß ist, ist selbst die Projektleitung manchmal überrascht, wie genau die Kleinen aufpassen. Oh, es gibt immer wieder tolle Highlights, finde ich, wenn man merkt, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Kinder im Anschluss Fragen stellen, wo die Wissenschaftler manchmal gar nicht darauf antworten können, weil es hochkomplexe wissenschaftliche Fragestellungen sind. Die Kinder selbst nehmen viel aus den Vorlesungen mit. Ich habe auch schon ziemlich viel davon in meinen Physikunterricht eingebracht. Ja, und hier lernt man auch eine Menge über die physikalischen Gesetze, wie Autos funktionieren und wie die Natur funktioniert. Wie viele Weltraumtrümmer hier um die Erde fliegen. Eltern sind übrigens in der Vorlesung nicht erlaubt. Sie müssen draußen warten, können sich aber vor Ort eine Live-Übertragung der Veranstaltung ansehen. Die Erfolgsgeschichte der Kinderuni wird jedenfalls so schnell nicht abbrechen können. Denn das Interesse ist sehr groß und an spannenden Themen mangelt es der Technischen Universität wahrlich nicht. Mittlerweile sind auch die ersten Kinderuni-Kinder als Studierende an die Universität zurückgekehrt.